Ja, huhu, hier wieder beim Quali und bei The Secret World. Wir sind wieder am Anfang der Instanz, aber wir haben Verstärkung. Wir haben jetzt den Gyrfalkon, oder wie spricht man das aus? Gefalken, ja. Gyrfalken, Geklaut ja. aus Dawncaller. Ach so, okay. Ja, cool. Und hübsche Verstärkung auf jeden Fall. Mal gucken, ob man einen Screenshot hinkriegt hier. Und ja, auch ein Drache. Das heißt, die Drachen stark im Vorteil hier. Und ja, wir versuchen es jetzt weiter hier, In ne? Uniform. In Uniform, genau. Wir sind alle unsere Outfits, unsere Uniform angezogen, außer der Gear Falcon, weil der das noch nicht hat. Aber das macht ja nichts. Dafür sieht er besser aus als wir alle zusammen. Genau. Die Optik ist einfach mal besser, muss man ja zugeben. Okay, erste So. Phase. Ich erkläre es nochmal, okay? Ja. Das, der Boss hier hat zwei Phasen. Die erste Phase hier ist jetzt, wir schlagen ihn ein paar Mal, er verliert Lebenspunkte, er geht runter, dann kommen, ich glaube, so vier, fünf Zombies, die töten wir schnell und dann taucht er irgendwo wieder auf. Das siehst du aber schon am Wasser. Da müssen wir wieder hin. Wenn er ungefähr bei der Hälfte ist, haut er ab. Dann müssen wir schnell hinterher, weil umso länger wir warten, umso mehr heilt er sich. Dann ist da ein Gebiet, da sind mehrere solche Container, wie auch hier schon, und da müssen wir rauf, weil er das Wasser unter Strom setzt. Später werden die Container auch unter Strom gesetzt, aber der Schaden ist, ich sage jetzt einfach mal arrogant, vernachlässigbar. Auch im vollen Vertrauen zu Kali. Ja. Ja, aber von denen nicht runter. Weil der Schaden auf den Containern ist nicht so hoch wie der, wenn du wirklich im Wasser bist. Okay. Okay, alles verstanden? Alle bereit? Ja. Und go, 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 go! Und wenn der Boss so eine blaue Öllache macht, dann bitte rauslaufen aus der. Raus. Oh, das gibt jetzt eine super Rückkopplung. Bestimmt. Vielleicht einfach muten, solange man Okay, geht unter. sonst nichts Zombies. irgendwie groß macht. Zombies. Willandersch muss geheilt werden. Denn. Ja, das geht aber irgendwie, ich habe das Gefühl, das läuft schon Ja, besser. finde ich auch sehr viel besser. Obwohl der Willander schon wieder fast down ist, oh nein! Schenkt ihm ein bisschen Heilung. Ich kann nicht mehr, wie soll ich ein bisschen Heilung bringen? Okay, geht das runter, so kommt hier. Möge irgendjemand eingreifen, zum Beispiel der Ah! Heiler. Wer spielt die Nummer? Hier hinten, hinter mir, hier hinter uns. Oh. Tank, 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 Tank. Oh, was ist passiert? Sorry! Ich habe jetzt zweimal gekrittet über den stärksten Zauber, das ist doch nicht so gut gewesen. Okay, jetzt haut er ab. Phase 2 hinterher. Zweite, okay. Er erklärt. Bin kompliziert. Okay. Hinterher, Leute. Machen wir ihn alle. Macht aber trotzdem die Zombies mit kaputt. Ja, aber trotzdem sollten wir ungefähr bei einem bleiben, weil sobald der erste bei ihm ist, fängt er gleich schon an, das Wasser zu elektrisieren. Sag mal Bescheid, wenn ihr wieder Rückkopplung habt, weil ich habe jetzt noch leiser gestellt, vorhin mich gemutet. Okay, momentan geht's. Wunderbar. Okay, ich hau mal einen Bach raus. Sehr schön. Dies läuft. Wow, das geht schon viel besser als eben. Aber ich hatte ja recht, der Schaden ist eher minimal, den man kriegt mit dem Strom auf den Dinger, ne? Ja. Aber ich sag mal so, der ist vernachlässigbar. Im Vergleich zum Wasser auf jeden Fall.
Es liegt einfach an den Uniformen, Leute. Es liegt an den Uniformen. Jawoll. Naja, geht da doch. Euch ist alles klar, wir sind okay, ne? Läuft. Okay. Was haben wir denn hier für einen Teil? Heilungswerte für dich. Verteidigungs. Yes. Verteidigung. Heilung. Für Tanks. Nichts für mich dabei. Okay, das andere ist ein Tank-Item. Das... Ja, aber diese Perlen der Weisheit ist Heilungs. Immer hier dieses Köfferchen. Warum kann ich das Köfferchen nicht anklicken? Weil gerade drum gewürfelt wird. Du hast links oben irgendwo ein Würfelfenster. Ach so. Ja, die habe ich schon weg. Hat irgendjemand noch nicht gewürfelt? Doch, ich habe schon gewürfelt. Ist doch weg, das Ding. Achso, ich sehe das noch. Ich habe mein Geld gekriegt, das ist weg. Ah, okay. Gut. Die sind zu... jetzt kann ich, okay. Vier Falken. Alles klar. Ja. Was steht bei dir bei der Quest gerade? Schiffswrack finden. Oh, gut. Du wärst mit uns auf einen Stand gebracht. Okay, sehr gut. Läuft, würde ich sagen. Ja, hat ihn mich interessiert. Wäre ein bisschen schade für ihn jetzt sonst gewesen. Hier ist ein Feiger. Ein Feiger. Nein, das ist ein Hakui. Hakui? Tatsache. Aber sieht aus wie ein Feiger. Vielleicht ist er ja auch Feiger. ich sehe eine Kiste. Ich sehe rechts vor uns die Kiste. Ja. Da braucht man ein Passwort für. Hat das jemand? Ich glaube, da gibt's kein Passwort dafür. Oh, Schickes. Doch. Passwort. Du hast doch genau. Einen Browser auf, oder nicht, Quali? Ich kann ihn gerne aufmachen, ja. Ja, dann guck mal. Könntest du aber auch. Bei meinen Ladezeiten, glaub mir, das mache ich lieber nicht. So, dreimal irgendwas eingeben. Da ist eine Kugel, die fliegt zurück. Warum? Ja. Was soll man tun? Was meinen wir? Secret World, Kiste. Und wie heißt die Instanz hier? Ist schon gut, ist jetzt schon offen. Ich glaube, die Kiste ist schon offen. Also, ich habe einfach dreimal irgendwas eingegeben. War zufällig richtig, okay. Nein, ja, ich glaube, da gibt es kein richtig. Das Richtige ist dreimal irgendwas eingeben. Ich hab hier einen Grafikbug gerade, das ist nicht so geil. Okay. Oh. Okay, keine Angst kriegen, das ist meins. Ich schieß eh nur aus der Distanz. Hangui. Ja. Was ist jetzt? Zu viel Schaden, auch zu wenig Heilung? Ja, aber mein Lebensbalken ist noch irgendwie voll. Aber gut, wir haben sozusagen eine Ersatztank, der ist hey. So. Ja, das Problem ist, dass dieses blöde. Der passive Typ wieder umgeswitcht ist mittendrin. Keine Ahnung, warum das jetzt ständig macht. Okay. Oh mein Gott. Zielst du mit der Maus auf die Gegner? Ja. Ja, dann kann es sein, wenn du daneben klickst und einen anderen eigenen erwischt. Wenn du ein Tabulator. Wenn du ein Tabulator. Genau. Das ist besser, finde ich persönlich. Das ist mir schon. Verrenkung der Hand. Hier ist noch eine Kiste hinten. Oh, Kiste. Blut. Nee, keine. Nein, keine Kiste. Oh. Kann man nicht erst Loot geil machen und dann, ne? Oh, Niete. Ich hab keine Ahnung. Ich bin ehrlich. Ich hab keine Ahnung, was der noch kann. Wahrscheinlich ist es kotzen. Er kann sterben. Es ist einfach. Ich glaube, von hinten kann man dann aber zwischendurch immer so. Es ist eine Mutter. Oh, Mist, ich hab's wieder zuerst angegriffen. Entschuldigung! Leben noch alle. Außen ist der Heiler, du bist nie schuld. Okay, außen wir wipen. Achtung, genau. Warum immer auf mich? So viel Aggro kann ich gar nicht machen. Doch. Warte, da kommen ein paar andere. Ich muss hier kurz mal einsammeln. Ah,
Ich muss sagen, mit vier Leuten geht das deutlich besser. Ja. Ich vor allem muss bedenken, das ist eigentlich gut gedacht. Ja, wir haben ja auch ein Endgame, Late Game. Achso, jetzt war schon wieder. Bisschen. Ja, und es sind auch einige bei, die sowieso MMO-Erfahrung haben. Das hilft vielleicht auch. Ja. Und ich. Ich zieh das wieder runter. Damage Drop. Du machst nein. Koali. Du ziehst es nicht runter, ja. Du machst es in der Anschluss. Ja, genau. Genau, so oft so müsst ihr das ja, sehen. Nicht genau. Immer so negativ, ne? Positiv sehen, was ist Anspruch? Oh, stimmt aber was. Ich weiß nicht, wieder nehmen. Der Meeresschrecken muss sterben. War alle drei davon. Oh, Loot. Oh, so oh. Eine Schrotflinte. Nice. Oh, oh. Ja, er war kein Crit, aber besser als meine. Sieht lustig aus hier. Also das, hab ich eben eigentlich dieses Heil-Item gekriegt? Ja, hab ich gekriegt. Nehme ich eigentlich mal mit direkt, ne? Ey, warte kurz. Hab ich das jetzt ausgemacht? Ja, hab ich ausgemacht. Gut. Kleinen Moment. Ich stelle nochmal den Skill um. Ich möchte mal testen, wie das aussieht. Mal mitnehmen. Du hast gerade Clown und Schwerter oder so, ne? Champion habe ich quasi ausgerüstet. Cool. Ich muss ja sagen, das Outfit sieht echt schnick aus. Warte, ich muss auch noch kurz Skill umbauen. Ja. Sag mal für die Zuschauer, was baust du denn? Grundsätzlich baue ich auf den Ninja vom Drachen hin. Habe mich dann kurzerhand umentschieden, nochmal kurz den Anfänger-Champion mitzunehmen. Also da ist auch das Schwert mit drin, aber nur ein paar einzelne Teile musste ich umbauen und ein paar wenige Kraftpunkte konnte ich dann verteilen und hatte dann Outfit-Marke Kill Bill gekriegt dafür. Heißt aber, dass in dieser Skillung jetzt etwas Heilung mit drin ist und auch ein Single-Damage. Mhm. Ja, nice. Also, ich möchte bemerken zu den Packs, die da vorgeschlagen werden, Ninja und so weiter, die sind nur interessant für wegen der Outfits. Mhm. Ja, später muss man selber noch, aber ich finde auch den Anfänger, um das erstmal zu sehen, ist also, die echt gut. Die Anfänger-Decks sind okay, aber die anderen Decks, die sind eigentlich nicht so für Solo-Sachen ausgelegt, also überhaupt, da kann man später viel sich mehr selber rausholen. Was zusammen. Ich mach das nur, in dem Magus mache ich auch nur erstmal, damit ich, weil ich das Outfit gut finde und damit ich erstmal was zum Schaden machen überhaupt habe. Eigentlich nur wegen des Outfits, ich bin ehrlich. Das ging schnell. Stimmt. Koali, du bist doch ein Cthulhu-Fan, ne? Ja. Oh, okay. Wer nicht? Ich. Das liegt nur daran, dass du es nicht gespielt hast und noch nicht dem Wahnsinn verfallen bist. Ich muss dazu sagen, bis vor dem RP, das ich mal bei ihm gesehen habe, bei Koali, habe ich auch nicht mal gewusst, dass es sowas gibt. Oh. Das hat auch relativ wenig mit dem Cthulhu-Mythos zu tun gehabt. Was habt ihr da gespielt? Die schreckliche Welt des Paul Wegen. Okay. Schon mal die Grimm-Kampagne durchgezogen? Nee. Da hast du auch dann helle Freude. Falls ihr jetzt gerade zuguckt und nicht wisst, was das ist, ist, wir reden vom Pen-and-Paper-Rollenspiel. Und wenn ihr dazu mehr wissen wollt, guckt doch mal auf meinem anderen Kanal vorbei. Oder www.nerdpolforum.de. So, Heilung für den Tank. Ja, komm, Ali, wir sind richtig gut, ne? Wir machen sogar Werbung für dich. Ja. Wenn ich das schon nicht mache, ne? Müssten das andere machen. Naja, man muss fairerweise auch sagen, ich bin ja von deinem anderen Kanal ja auch hier auf den Let's Play-Kanal erst gekommen. Ja, ich habe ich den hier verlinkt, ja. Haben die überhaupt Lebenspunkte? Ich glaube nicht. Weil, doch haben die 331. Also sind die mit einem Schlag ja meistens down, ne?
So, macht das jetzt Sinn, die da oben zuerst Platz zu machen? Nein, ich glaube, mit denen hat das nichts zu tun. Da kommt gleich ein riesiger Boss, den müssen wir platt machen. Ihr kennt doch noch diesen Herrn der Feigre. Ja. So ein Ding in groß ist es. Ich meine wirklich in groß. Wer klein würde ich ihn. Achso, ja, genau, der da stehen bleibt. Wird mir irgendwas unterbrechen, gell? Ja. Da ist er. Der vorletzte Boss. Schon? Oder das andere? Das ist der schon. Das ist der vorletzte Boss. Der vorletzte. Der letzte ist richtig lustig. Ach stimmt, du warst ja schon mal, den kann ich. Stimmt, dann weißt du ja, was du meine. Oh. Ja. Wie ein Deppen da steht. Das Ding ist aber auch schon ein bisschen Cthulhu-It hier. Ja, ich weiß nicht mal, was genau Cthulhu sind, also. Nee, Cthulhu ist ein Gott. Und in einem Rollenspiel genau. Geht's halt darum, nicht den Wahnsinn anheim zu fallen, während man solche Viecher begegnet. Hätte ich jetzt noch einen längeren Rüssel, könnte das derjenige aus der Fischer und seine Frau sein. Kann man ja, da auch was richtig? Nein. Cthulhu? Wenn du Vampir wirst, hast du dann bist du schon dem Wahnsinn verfallen und das war's. Aber nette Frage. Okay. Wir brauchen auch Runde. Ja. Keine Sorge. Ich eile mal unseren Falken ein bisschen. Nicht vorbei. Ihr solltet auf jeden Fall nicht nebeneinander stehen. Oh, Leute. Weil die Tintenkleckse hier uncool sind. Ich weiß jetzt nicht, was dieses komische Leuchten da zu bedeuten hat. Aber im Zweifel fernhalten. Ja. Ich sollte mich vielleicht mal selber heilen. Ich bin vielleicht down hier. Ja, wäre das eine schöne Idee. Also ich bin dafür. Ich hoffe, ihr habt das richtig unterbrochen. Ich habe leider noch kein Reinigungsskill, das ist blöd. Könnte ich ihm die Batzen so wegmachen. Koali? Ja, in den roten Kreis ziehen. Wenn du die hast, dann in meine roten Kreise ziehen. Sag's Bescheid, das ist ja. Also. Weil der Zauber, der greift nämlich alles an, was in dem roten Kreis ist von dem Feind. Nix! Wieder Tippenchecks. Eieieiei, Leute. So viele Kleckse auf einmal. Ups, habe ich mal aus dem Bild geklickt. Schön. Ach, hat's blöd. Warum kommt der eigentlich die Kleckse mal auf mich? Nicht nur auf dich, er macht mehrere gleichzeitig. Mich erwischt es genau, mindestens genau. Ich habe das Gefühl, er macht es auf jeden, der nicht im Wasser, der im Wasser steht. Ja, ich hab das. Er kommt nur im Wasser. Boah, krasse Kacke hier. Und er ist da. Oh, Loot! Boss ohne Loot. Was? Nein. Heilungswert. Nein, beides eher. Okay, wir brauchen einen, aber... Ja, klasse. Nichts für mich bisher. Oh Gott, Geld. So, gucken wir uns die Dinger nochmal an. Was macht denn hier bei mir? Das sind beide die gleichen, wa? Das ist ja scheiße. Nö. Aber immerhin ein bisschen mehr Heilungswert. Belandisch, du weißt, von uns wegdrehen, ne? Den Boss? Ja. Gut. Das ist eigentlich die Grundregel beim Tanken, oder? Ja, ich wollte es nur erwähnen. Ich habe auch schon Tanks erlebt, die haben den sogar zu der Gruppe gezogen. Also, ich sag mal lieber. Für Gruppe ziehen ist eine Sache, aber... Loa, Wissen. Hier in der Ecke, bei mir hinten. Oh, Wissen, ja, Wissen. Beach. Wissen. Ich glaube, es gab in jedem Abschnitt Wissen. Wir haben schon ein paar ausgelassen. Mit Sicherheit. Aber ganz. Das heißt, wir müssen das alles nochmal machen. Ja, und? Die Instanz ist... Wir sind ja nur wegen dem Wissen hier. Nein, sind wir nicht, weil ich Loot haben will. Oh, nice. Jetzt wäre es cool, wenn wir unsere richtigen Outfits anhalten. Haben wir auch. Ja, aber ich. Woo.
Fuck. Und das ist so ein Ding? Also ein Cthulhu? Ja. Hat schon ein bisschen. Es gibt nicht, also in, bei Lovecraft gibt es nicht einen Cthulhu, da gibt es den Cthulhu. Das ist halt ein Gott. Ein großer Alter. Aber der sieht so aus. Oh, oh. Auch mit Flügeln? Was wäre es für ein Gott, wenn... Wenn du South Park mal geguckt hast, da gibt es auch Cthulhu. Aber wenn der auch so, ist er auch so riesig? Ja. In- Eigentlich so. Und jetzt frage ich mich nur eine Sache, wie konnte der sich verstecken vor der Menschheit? Wie es Götter immer machen. Okay. So, jetzt erzähl mal was hier über den ja, den also hier. Gut. Also der Tank tankt ihn von der Gruppe weg, dass er von der Gruppe weggedreht ist. Weil der macht nämlich gerne so einen richtig schönen AOE nach vorne. Nach einer Weile, ich weiß nicht, ob es bei der Hälfte ist oder so, da kann Willandesch mich gerne unterbrechen. Da ist es so, dass er auf einmal Nebel aufziehen lässt. Dann müssen wir uns vor ihm verstecken. Okay. Oder müssen wir warten, bis der Nebel weg ist? Wenn wir erwischt werden, ich sag jetzt einfach lieber nur für den Fall der Fälle, ne? Wird einer von uns gestunt. Mhm. Und dann macht er Schaden rein, ordentlich. Dann hast du für denjenigen, für den Heiler am besten, wenn der nicht der Gestunte ist, den am besten versuchen zu heilen und außer Sichtweite zu bleiben. Und wenn der aus dem Stun raus ist, sofort wegrennen, weil er ist zum Glück sehr langsam. In der Nebelphase bleibt er grundsätzlich erstmal stehen oder bewegt er sich dann? Er bleibt kurz stehen, verschwindet im Nebel und dann läuft er hier überall rum. Und am besten bleibt die gesamte Gruppe hinter einem Felsen. Ja. So. Damit dann müssen wir uns gleich einigen, hinter welchen Felsen wir laufen. Oh. Ich weiß, ich bin mir nicht mehr sicher, es könnten auch Mobs spawnen in der Zeit des Nebels. Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube schon. Kommen da, glaube ich, so kleine Mobs, ja. Aber wichtig ist, dass er uns nicht sieht. Also Line of Sight gehört unterbrochen und dann. Das ist alles. Für die Templer. Für Karen Geary. Wer? Für die Templer und der Illuminat läuft vor. Genau so muss das sein. Dann kriegt er erstmal einen auf die Fresse. Rücken gegen den Stein oder machst du das? Ich versuche nochmal dort. Boah, krass, macht der Schaden. Aber nicht. Da komme ich mit dem Heilen ja gar nicht hinterher. Ich heile ein bisschen mit. Ob das bei meinem Gear was bringen würde. Ich habe auch nicht viel besseres Gear als du. Also bei 0 Heilungsplus bist du mir geringfügig im Vorteil, allein durch den Ring, den du gerade gekriegt hast. Ich kann mich aber auch täuschen. Ja, also wie gesagt, so viel mega besser bin ich jetzt auch nicht. Oh Gott, ich werde die Schrotflinte später loswerden müssen. Das ist so grausam mit der Reichweite. Ich muss immer wieder ran. Der Pisten. Crossbow Blaze, was ist denn das schon wieder? Das ist der AOE, den ich meine. Das ist der Cleave. Also diese Spucken gerade. Was? Aber wir hauen ihn eigentlich gut runter, muss ich sagen. Na, noch kam der Nebel nicht. Der Nebel ist kritisch. Ja. Und der Villanesh geht schon, also der steckt ordentlich ein. Das ist nicht schön. Ja, er geht vielleicht in die Knie, aber nicht an den Boden. Nebel. Oh, weg. Okay. Linksrum. Achtung von links. Hopp. Ich war in dem Auge. Oh. Weiter rum. Leute, nicht stehen bleiben. Die Mobs folgen uns schon. Ja, wo? Wo? Ich hätte da im Uhrzeigersinn um den Ding herum. Schmiedet er geht zum anderen. Irgendwas fällt da auf. Ah, jetzt kommt die Flutwelle. Hinter dem Face bleiben, direkt hinter dem Face bleiben. Nicht auch am Rand stehen oder so, direkt. Vorsicht, rechts rum. Aber
kommen wieder kleine Ümmels. Ja, er ist wieder hinter unserem Felsen. Oh, er hat den Felsen kaputt. Dann suchen wir uns den nächsten. Autsch. 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 Er hat mich gesandt. So, wir haben wieder Sicht. Fuck. Viel Spaß, Heiler. Ja, der Heiler ist selber fest da. Wow, weg vom Tank, weg vom Tank. Scheiße, Maler, ey. Verdammt. Aber ich habe jetzt zum Glück ein bisschen Hot, also ich kann mich selber heilen, also... Du weißt, dass du damit auch den Ring heilen könntest. Ich habe Selbstheilung nur. Also nur passive. Achso, ich kann mich selber heilen. So, ich muss mal wieder den Tank heilen hier. So, wieder AOE. Puh. Okay, hinter Felsen. Zuko Ali. Groß Koali. Hier, schnell, komm. Oh. In Sicherheit. Oh, scheiße. Lebt ihr noch? Ja, los. So. Weiter. Laufen. Wir haben keinen Nebel, oder? Nein, wir haben keinen Nebel. Komm, Dicker. Wenn der Tank nicht will, dann muss ich. Der Tank kann er nicht. Er kann so viel wollen, wie er will. Den Gierfalken mal. Achso, da bin ich tot, ja. Down, ja, los, das schaffen wir bestimmt noch. In der Felsen, runter. In der Felsen. Fuck. Heilen lange, quasi. Ja, bin dabei. Oh Gott, ich bin echt blöd, weil ich bin hinter der Nebel die Fehle verbunden. Oh, ist kein Nebel, also. Hören wir weiter. Jetzt kommt der Nebel. Verdammt. Laufen. Ich bin hinter dem falschen Felsen. Egal. Ich bin hier beim Falken. Aber wir haben ihn ja bald, ne? Vorsicht. Oh, gut. Ja, der ist da uns her. Nee, jetzt kommt er zu dir. Vorsicht, Quali. Ja, ich sehe da oben sein Namensschild. Er wandert zu Malek. Warum? Zu Malek. Ja, ich glaube, er geht gerade von mir weg. Ja. Er zerstört den Felsen, oder was ist das gerade? Oh. Er ist wieder bei unserem Felsen. Halt die Fresse, du Mistding. Ja, ich habe hier gerade so ein blödes Ding, das mich nervt. Oh, je. Der Bild klickt nicht schön. Oh Gott. Nein, er hat mich. Ich kann dich leider nicht heilen, du bist zu weit weg. Ja. Okay. Es bleibt an uns beiden, Falken. Wie sagt ihr das? Der unfähige Heiler und... Ihr schafft das. 22.000 Punkte. Machbar. Ein bisschen sehr viel geht alles. Oh, fuck. Komm schon, das kriegen wir hin. Lief ist nicht gut. Oh. Jetzt geht er tauchen. Die Sauerstoffflasche vergessen. Da kommt er ja. Ich hab ihn. Ich sehe euch nicht. Ah, scheiße, du bist fast down. Fast bedeutet, du kannst mich noch heilen. Achtung, das ist korrekt. Mit diesem schweren Vorstoß. Ich glaube, das schaffen wir echt noch. Jetzt kommt der Nebel. Ich komme zu dir. Ja. Noch so eine scheiß Nebel. Ah, ne, das ist erstmal jetzt hier.
du eigentlich Heiltränke? Bestimmt, aber wenn ich die jetzt raussuche, bin ich tot. Du auch. Jetzt kommt er nicht mehr. Ja, dann kommt hier immer diese Warnung mit diesen Realitätsteilen. Okay. Ich laufe dir einfach hinterher. Du läufst vor, ich laufe hinterher. Ja, ihr kriegt den Buff, obwohl ich weg bin, wenn ich den aktiviere. Ja, nice. Ja, nee, mein Fehler. Sorry, nur Wilander und ich haben den gekriegt. Achtung, wir kommen. Auf. Siehst du, Wallendisch? Wilandisch. Ja? Siehst du sie auf deiner Kamera? Ich sehe sie, ja. Ich sehe sie nicht. Für mich ist es so, als ob Unsichtbare den Typen verprügelt. Es kommt drauf an, auf. Geht, glaube ich, zu Felsen. Okay, das war der Felsen. Fuck! Raus aus dem Umkreis. Ja, das ging nicht. Nein! Das hat mich auch. Das meinte ich damit. Das geht nicht. Shit. Ich hab noch Lebenspunkte, aber irgendwie kann ich mich nicht bewegen. Geht's dann vielleicht? Scheiße, der kommt. Ja, ich würde mich ja gerne bewegen, aber irgendwie. Ah, jetzt. Es gibt keine Felsen mehr, kann das sein? Da hinten? Nein, das ist auch kaputt. Ich bin hinter dir. Dreh dich nicht um, ich bin hinter dir. Hilfe? Ah, okay, jetzt können wir wieder angreifen. Okay. Akku. Jetzt sehe ich sie auch wieder. Ja. Jetzt sehe ich sie auch wieder besser. What war das? Lass mich raten, mein Heiler ist weg. Ja. 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 Du auch. Oh. Scheiße, ey. Verdammt. War so knapp. Ja. War gar nicht so schlecht. So, Leute. Halbe Stunde haben wir durch. Nächste Folge schaffen wir das Vieh. Hm? Okay, bis zum nächsten Mal, euer Koali. Tschüss. Yeah.